Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Ich bin der Michael und begrüße euch. Marco, kommst du in mein China-Hotel? Schau mal. Ich komme in dein China-Hotel. Ich habe ein China-Hotel von Wangi gebaut. Machen wir erstmal das Kästchen. Ne? Tolle Farben. Großes Kästchen. Großes Kästchen. 1643 meist Bordeaux-Rot oder Weinrot oder... Also eine tolle Farbe war es, also wie ich die Säckchen ausgepackt habe, dachte ich... 1643 Teile. Die Farbe ist mir noch nicht so auf die Finger gekommen, ja, auch, ne? Sieht sehr, sehr schick aus. Also das ist nicht das normale Dark Red, das ist ein anderer Farbton und er sieht... Also das ist jetzt kein Farbton, den du direkt benennen könntest. Er sieht, nee, er sieht toll aus. Ich drehe das mal ganz langsam. Ah, diese Dächer muss ich mir gleich mal noch näher anschauen. Also hinten und an der Seite so eine Terrasse. Also, vorne eine Auslage. Es nennt sich China Hotel. Okay, es ist Hotel ohne Zimmer. Also Übernachtungshotel. Ja, gut. Würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist von Wangi. Und Wangi kennen wir eigentlich bis jetzt, oder? Nur ohne Inneneinrichtung, ne? Richtig. Das Kaffeehaus von Wangi hatte keine Inneneinrichtung. Das war dieses zum Aufklappen. Genau. Das Empire State Building hat keine Inneneinrichtung. Dieses französische Landhaus habe ich auch zu Hause stehen. Keine Inneneinrichtung. Das hast du zu Hause stehen? Diese Lodge, französische Lodge, Landhaus. Moment. Das hast du zu Hause stehen? Ja. Warum hast du das noch nicht mitgebracht, dass wir es mal im Video zeigen? Das hat keiner gesagt, dass ich das mal zeigen könnte. Wenn du aus dem Urlaub zurück bist, drehen wir von dem französischen Landhaus. Jetzt haben wir erstmal hier ein Hotel. Jetzt haben wir hier ein Hotel. Da sind tolle chinesische Schriftzeichen. Sind das Sticker? Nein, ich habe hier keine Sticker aufgebaut. Das sind Prints, diese. Ja. Hui. Und da ist noch ein Schild. Auch ein Print. Schick. Also, was du hier siehst, sind alles Prints. Ich habe keine Sticker aufgebaut. Ne? Vom Format her sieht es mir nach 32 mal 48 Noppen aus. Schauen wir doch mal nach. Wir haben hier, jawohl, die klassischen 25,5 cm. Auch das ist, glaube ich, für der Wangi typisch. Die hatten immer eine größere Blät und eine kleinere mit dran gemacht. Ja, das verwechselt sich mit Sembo. Bei dem Sembo-Club war das so. Okay. Wir haben hier 38,5. Ich sehe aber hier so eine, kann man das vorsichtig, ganz vorsichtig hochheben? Das scheint eine 32 mal 32 und eine vorsichtig, 16 bitte vorsichtig. Mal 32 Platte zu sein. Ich hoffe, das sieht man so. Und das sind schwarze Grundplatten, oder? Ja. Oh, schwarz ist schick. Schwarz ist so eine schöne, und neutrale Fliesen, Farbe. Und Fliesen ohne Ende. Ich glaube 80 weiße und 80... Moment, 80 weiße und 80... Ich weiß, das ist light bluish gray. Okay. Zeig mir doch mal den ersten Bauschritt. Ich glaube, wenn man den ersten Bauschritt überstanden hat, hat man gewonnen, oder? Du kennst das? Ja, ich kenne das. Ja, ich kenne das. Das war bei dem Kaffee. Oh ja. Gut, der zweite Bauschritt ist das Problem. Der erste ist einfach. Ja, aber du hast bei dem ersten Bauschritt, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber schon trotzdem drei Teile verarbeitet. Also ich sehe beim ersten Bauschritt zwei Teile. Wow, ich weiß, ich bin jetzt Klugscheiße. Ich weiß, niemand mag Klugscheiße. Aber wenn man das geschafft hat, dann... Ja. Gut, der war aber auch nicht so schwer. Ja, der ist nicht so schwer. Ja. Aber ordentlich... Also 84 hiervon, 80 davon, 23 und 17 und 6 und ui. Ordentlich. Also ordentlich. Alle Tütchen auf, alle Tütchen auf den Tisch. Aber es ist ein schönes Buch hier, richtig schön so ein bisschen hier gebunden, nicht ja, geheftet. Gut, diese Architekturserie, auch diese Sehenswürdigkeiten sind ja im selben Stil. Und ich meine, in späteren Bauschritten passiert dann halt pro Schritt nicht so viel. Ne? Nein. Es geht am Anfang geht es noch nicht mit Tempo los. Wie bei dem Kaffeehaus auch, es geht oft ein Brick nach oben. Und ganz unten sind ist halt ein Brick nach oben, inklusive sämtlicher Fliesen. Ja, aber du kannst deinen Fliesenvorrat mal richtig auffüllen damit. Wirklich. Nummerierte Tüten? Wahrscheinlich nicht. Nein. Kenn ich von Wangi so nicht. Okay, alles auspacken. Bisschen vorsortieren und dann kannst du direkt. Aber wir haben hier 1600 losgehen. Teile und nach Bauschritt 2 sind die ersten 300 weg und dann ist der Haufen schon nicht mehr so groß. Nee, das ist wirklich die Bauabschnitte. Das heißt, ihr wisst, wenn ihr die Tüten auspackt, legt diese Fliesen nicht zu weit weg, ihr braucht sie gleich. Cooler Tipp, gell? Ja. Die Fliesen direkt. Und diese Dachelemente beispielsweise, die würde ich mir ganz in die Ecke des Tisches legen, weil bis ich zu denen komme, ist einiges anderes. Also du meinst wirklich, das Dach kommt zum Schluss? Ja. Das stimmt. Ja, Marco ist clever. Also, Bauschnitte,
Leicht. Also klar erkennbar, es ist alles blass, was du nicht bauen sollst. Und da, wo du es hinsetzt, sollst du eine rote Pfeile. Das sieht man hier wieder schön. Ja. Lässt sich wunderbar bauen, was die Bauanleitung betrifft. So. Man sollte Spaß daran haben, so kleine 1x1-Fliesen schön im 45-Grad-Winkel immer so anzuordnen. Das ist ja... Das seht ihr aber bestimmt in der Kamera. Und der Bartosz ist ja auch so nett und macht das recht nah, dass ich das nicht gemacht habe. Du hast ja irgendwie, ja. Ich habe mir das versucht, wieder irgendwie hinzumachen und so richtig gerade und gleichmäßig. Ja. Ich bin da so halb autistisch. Das muss dann bei mir alles ganz exakt sein. Ja. Und ich werde dann halt wahnsinnig, wenn das... Das dauert dann halt auch immer eine Weile. Ansonsten, coole Farbe. Coole Farbe. Die Farbkombination aus Weiß, aus diesem extremen Anthrazit, das ist ja kein Dark Bluish Gray, das ist noch dunkler. Das ist wie dieses ganz dunkle Grau von Kobi. Das ist dieser Farbton hier. Ja. Das ist ganz, ganz dunkel. Finde ich sehr gut. Hatte ich bei dem Kaffeehaus, glaube ich, auch. Die Farben sind toll. So, was kann ich euch denn noch so erzählen? Oder dir? Kann man hier irgendwas... Also. Das ist das, wenn ich das jetzt hier abmache, ist das modular? Ja, das ist, ja, du hast hier Fliesen, das Dach ist leicht abnehmbar. Eingerichtet ist es jetzt nicht, aber wir schauen trotzdem mal rein. Ja, schon, aber sehr spärlich. Ja, stimmt. Ja. Ne, man kann hier innen sich noch was reinbauen, also wenn man das möchte. Drin Fußball spielen. Man kann auch ins Erdgeschoss rein. Da ist können ja mal so eine, wir können ja mal so durchfilmen, da ist auch Platz. Man kommt nur so, wie es aussieht, nicht dran. Man müsste hier noch eine Reihe mit Fliesen einbauen und das Ganze irgendwie modular. Also das ist der einzige Teil, der abnehmbar ist. Okay. Abgesehen davon, dass diese filigrane Arbeit hier an diesen Geländen, ne? Ja. Ja, das hat schon ein bisschen Geduld auch Bedarf. Weil wenn du hier oben was festdrückst, hast du dir jedes Mal hier unten, das ist ja hier überall, wo diese... Ja, das hier unten, das drückt sich ab, das ist von unten dran gemacht. Okay, ja, ist von unten, fällt mir das unten wieder ab. Also, das ist dann, ich finde, von dem Schwierigkeit ein bisschen gehoben. Man muss vorsichtig umgehen mit dem Bau, wirklich. Sehr schönes Teil. Das Teil werden einige kennen, so eine Treppe als Formteil. Mhm. Aber nicht in dem Farbton. Also nicht in diesem Bordeaux-Rot, das dürfte einmalig sein. Also ich meine, den Bordeaux-Ton, den kenne ich so sonst von nirgendwo anders. Und diese Treppe in dem Ton ist ein einzigartiges Teil. Wir haben ja hier in der Bauanleitung auch, wie heißt das so schön? Das ist alles dabei? Ja, Teileliste. Teileliste, danke. Also und das sind schon ein paar Sachen dabei, die mir wirklich... Also in Mengen noch haben, ne? Abgesehen von den Fliesen. Ach, das ist ja toll. Das ist keine große Treppe mit 6 Stufen, das sind 2 halbe Treppen. Ja. Das Teil hätte ich gerne in anderen Farben, das Teil in Schwarz. Was könnte man dafür toll? Ne, ich kenne die ja nur in groß. So, dass die, so wie es hier ist, von unten bis oben so ein normales Stockwerk überwindend. Marco, und diese 2 halben. Ich kenne die nur so. Nee, ich kenne die nur groß. Ich kenne die halben nicht. Aber die sind toll, die hätte ich gerne. Hast du schon China-Häuser gebaut von Tsingbao? Nein. Ich denke, das sind auch nur so kleine mit drin gewesen. Ach, in Schwarz? Oder sind die? Ey, auch in mein Schwarz. Gedächtnis. Also auf jeden Fall tolles Teil. Finde ich spannend. Ich finde es immer wieder schön. Ich glaube ja immer, ich kenne alle Teile, weil ich zu Hause ziemlich viele dänische Teile habe. Und dann stelle ich bei den anderen Sets immer wieder fest, dass ich nicht alles kenne und das finde ich dann immer toll. Und diese Dachelemente, diese Spezialteile aus dem Dach. Also das Dach in der Anleitung, das kann ich euch ganz kurz mal zeigen, hier in der Anleitung. So, das fängt dann mit dem Dach hier an. Moment. So, du kriegst hier gezeigt, Marco, du hast ein Haus hier gebaut. Ja, und da baust du so einen Rahmen fürs Dach. Jetzt baust du einen Rahmen fürs Dach und dann gehst du hier höher. Dann kommen und setzt dann hier schon die ersten Schrägen dran. So, dann habe ich das so gebaut, wie das ist. Weil, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange dabei. Ich habe gebaut, wie es da steht. Ja. Ja, mir sind diese Spezialteile immer wieder abgegangen. Weil die ja hier tiefer sind als diese Bodenplatten, als diese Grund. Ah, wenn du da drauf, du musst es quasi in der Hand halten. Ja, dann habe ich eine Hand gehabt und gebaut. Und das hat auch nicht, das ist mir hier wieder abgefallen und hier wieder abgefallen. Und dann habe ich gedacht, okay, so ein bisschen Gerüst hast du. Dann habe ich das schön draufgesetzt und habe dann einfach das Dach hier gebaut. Nicht separat, wie es hier ist, sondern ich habe es dann einfach draufgesetzt und habe hier weitergebaut. Bautipp vom Baumeister.
Ah ja, das ist, man ja. sieht hier, das sind das so, drückt sich immer das sind raus, im Endeffekt irgendwie Slopes, also die, ja, das, ich finde diese Teile interessant. Kann man da eins abmachen, ja, klar. Oder das alles? Ich gebe dir jetzt mal eins. Ja, die, normalerweise gehen die leichter, weil ich hatte schon so rumgeflucht, aber zwischendurch. Wenn sie gebaut sind, sind sie gebaut. Ah, ja. Wenn du hier oben zum Abschluss kommst, hast du Halt. Ja, dann aber ist bis klar. es dahin kommt, ne? Das sind solche Teile. Oh, die sind ja toll. Die sind ja toll. Das sind so große. So. Große, ja, wirklich Slopes. Dachelemente, wer hätte es gedacht, mit dieser wunderschönen Dachpfannenrillung. Dann jede Menge von diesen Ecken. Oh, das ist ein Teil, das ist ja und toll. Und diese schmalen. Wow. Das ist die Auswahl. Und du hast? Und die noch in schmal. Ach, das ist ja klasse. Also wir haben die in dem Set 10 von den Ecken klasse. 21 große Teile und 13 von den schmalen. Das ist ja genial. Also da bin ich ein bisschen verknallt gerade in diese Teile. Die sind ja wirklich toll. Also da kannst du ordentlich was Chinesisches bauen. Ne? Das ja, also mit den Teilen kann man sich ein wunderschönes chinesisches Gebäude bauen, wie es in der Anleitung steht. Und was kann man sich mit den Teilen noch für andere tolle chinesische Gebäude bauen? Wahrscheinlich werde ich gleich jetzt alles hier wieder zerstören. Ich meine, wenn das Ding fertig ist, viele Bautechniken bei den von Dächern, bei den dänischen modularen Gebäuden oder bei den modularen chinesischen Gebäuden, da wird immer wieder, wieder mal eine andere Technik verwendet. Mhm. Und bei den Qingbao-Gebäuden, ja, es ist, ich glaube, du musst es so rumdrehen, dann funktioniert es. Bei den Qingbao-Gebäuden hast du ja oft, dass du so runde Bricks nach außen baust. Und das ist natürlich mit diesen ganzen runden Bricks nicht allzu stabil. Habe ich ja ordentlich von gebaut. Aber das hier, das sind ganz normale Teile, die man ganz normal auf eine Noppe draufsetzt. Und man verbaut nichts Schräges, man verbaut nichts, was nur an so einer hinschenkt, sondern das ist dann in Summe stabil und es sieht trotzdem sehr filigran aus. Aber ich werde das jetzt nicht mehr zusammenbekommen, so, Marco. Vorstell. Weil mir wird wieder so viel auseinanderfallen, wenn ich dabei bin. Das werde ich in einer ruhigen Stunde. Der gehört ja noch hier rein. Ja, ja. Gut, also ihr seht, wenn es zusammengebaut ist, ist es stabil. Okay, ja. Bis es zusammengebaut ist. Aber ihr wolltet ja die Teile sehen, du wolltest die Teile sehen. Ich wollte die Teile sehen, jawohl. Ich bin also schuld, dass er das jetzt hier ein bisschen demontiert hat. Guck mal, wir stehen. So aus der Perspektive sieht man es kaum. Nein, also wir haben es ein bisschen demontiert, aber um euch diese Dachelemente zu zeigen. Und die finde ich mega gut. So. Marco. Du hast Ersatzteile. Ja. Ich war geschockt, wie ich fertig war. Was ist denn das? Ja. Warte mal, was sind das für Teile? Hol die mal raus. Diese Teile sind hier unten in Dark. Dieses dunkle Graue da. Dieses, ja. Dieses, was auch ich was. Very grau. Dark Bluish Gray. Schau, hier Anleitung. Moment, ich zeig's auch gleich nach vorne. Hier. Ja, diese und Mauersteine. Und in Hellgrau gibt's die nicht. In Hellgrau gibt's nur so ein paar flache. Genau, Mauersteine 37 Stück, dunkelgrau. Einseitig Mauersteine, andere Seite. Ja, diese andere Seite musst du in die Kamera halten. Das sind Teile, die habe ich noch nie gesehen. Auf der anderen Seite hat man hier nämlich, also auf der einen Seite diese ganz normalen Mauersteine, auf der anderen Seite so eine Kreuzriffelung und die sieht ja genial aus. Ja, Marco, aber ich habe von diesen Steinen exakt 37 im Set und habe keine benötigt. Die sind nicht in der Bauanleitung, die sind nicht in dem... Okay. So, die sind mit dabei. Das heißt, wir haben nicht 1643, sondern wir haben hier noch diese 37 andersfarbigen, einfach so als Dreingabe dazu. Glaubst du mir, wie ich fertig war am Bauen und sehe die noch da liegen, dachte ich, oh nein. Ich war erst mal geschockt, dachte ich, nein. Was hast du jetzt wieder für eine Katastrophe gemacht? Welche Etage hast du vergessen? Also ich denke mir, wenn ich solche Teile übrig habe, nicht, oh nein, ich denke mir, oh ja. Ja, aber eigentlich gehören sie vielleicht ins Zit, dachte ich. Ja, du hast irgendeinen Bauschritt vergessen, das ganze Ding ist eigentlich einen Brick höher oder so. Ja, genau. Aber ich habe die Anleitung nochmal komplett durchgewälzt. Und bis hinten. Die sind super, die finde ich ja richtig gut. Also wir haben die jetzt praktisch zweimal. Wir haben die 37 Mal in dem dunklen Grau und 37 Mal in dem... Falls du mit denen nichts anfangen kannst, ich kenne da einen, der findet die gut. Ja, ja, ist schon klar. Ja, super, tolle Kauf Teile. Dann weißt du, was es kostet. Ja, das mag ich auch. Ich habe gerade nachgeguckt, was das kostet. Ich weiß es. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, ist es weniger als 60 Euro. 1680, ja, Entschuldigung, ist meine Schuld. Ich helfe dir nachher beim Aufbauen. Ich war's, ich gebe es zu. Alle haben es gesehen.
Ich war gestern Abend schon nah an den Tränen und jetzt bin ich wieder. Oh. Okay. Hatte ich das beim Aufbauen, das Dach hatte ich beim Aufbauen so genervt. Ja, gut. Ich habe ja bald Urlaub und dann baue ich es einfach nochmal neu. Genau. Also, sieht schön aus, auch diese Fenster hier, das sieht auch ein bisschen filigran aus hier, also nicht so super stabil, aber es passt sehr gut mit diesen chinesischen. Ja, aber ja, das hält dabei schon. Aha. Also das passt gut zu den ganzen Jingbao-China-Häusern. Das passt von der Optik her, ja. Das passt vom Stil her. Ist halt auch im modularen Maßstab in gewisser Weise. Wir haben 32 Noppen Tiefe, das ist die ganz normale Baseplate, und wir haben 48 Noppen Breite. Und einige werden wissen, dass es auch ein dänisches Set mit 48 Noppen Breite gibt, so ein Marktplatz zum 10-jährigen Jubiläum dieser modularen Gebäude, aber halt nicht so was Schönes Chinesisches. Das hier passt wunderbar zwischen deine anderen chinesischen Modulars. Die musst du bei Gelegenheit nochmal mitbringen und dann müssen wir mal so einen richtig schönen Straßenzug hier hinstellen. Wollt ihr das mal sehen, so einen Straßenzug aus 5, 6 modularen Gebäuden? Schreibt's in die Kommentare, Marco, und dann lädt er die in sein Auto. Da muss ich dreimal kommen mit meinem Autoschen. Ja, du kommst täglich, da bringst du jeden Tag bringst du eins mit und nach einer Woche sind sie alle hier. Oder wie viele hast du mittlerweile? Naja, es gibt 8, ne? Ja, dann. Gibt's 8? Ja. 8? Ja. 2 Arbeitswochen und das Zeug ist hier. Dann machen wir ein schönes Video und dann im Laufe von 2 Arbeitswochen. Ist eine Idee, könnten wir mal machen. Beziehungsweise nicht nur ein Video, wir machen ein Video zu jedem Gebäude, das wir noch nicht gezeigt haben. Das ist eine Idee. Das chinesische Teehaus, das war der Beginn von mir. Das Theater würde ich ja gerne mal sehen. Da sehe ich immer nur von außen den Kasten, denke mir, Mensch, das sieht schon gut aus, aber was ist da innen drin los? Tja. Vielleicht ist es irgendwann mal von mir erfahren. Von dir erfahren, das wäre doch was. Gut. Ansonsten, feines Set. Michael, unser Führer durch Chinatown. Bisschen knifflig an manchen Stellen. Aber also, das Endergebnis hat sich bereits gelohnt. Das typische Aegis 6 Plus stimmt also nicht so ganz. Nein. Ja, das ist bei... Leider. Ja, aber... Prinz... Ich hab's heute Morgen hierher gefahren. Prinz, jede Menge schöne Farben. Ja, jede Menge schöne Farben, schöne Teile. Knapp 1700 Teile. Ich bin begeistert. Und Spezialteile, wenn man was sucht, was anderes ist. Ja. Hier sind sie. Dachelemente. Und ich meine, abgesehen von diesen geschwungenen Ecken, also das hier taugt auch für jedes westliche Haus mit schwarzen Dachziegeln. Klar. Marco, lass uns zu Ende kommen. Ich muss das Ding wieder zusammenbauen. Alles klar. Gut. Für heute war es das dann aus dem Doppenstein-Studio. Gefällt euch das? Hinterlasst ein Like. Schreibt in die Kommentare, ob ihr wollt, dass er seine Chinatown-Sammlung mitbringt. Ja, das wollt ihr, Kelly, ich will das auch. Ja. Und dann machen wir ganz viele schöne Videos zu den restlichen Gebäuden. Bankhaus und so haben wir schon gezeigt. Die Videos verlinke ich in der Beschreibung. Aber es gibt noch viele Häuser, die du uns noch zeigen kannst. Sind noch ein paar. Noppensteine kann man nie genug haben. Nein. Hier sind wieder 1700 sehr tolle mehr. Da bleibt nur noch viel Spaß beim Dach wieder aufbauen zu wünschen. Naja. Spaß zu tun. Macht's gut. Bis bald. Tschüss, danke. Ich helfe dir auch gern, gell? Ja, das musst du auch.